In diesem Video erklären wir, welche Grundbegriffe ihr in der Morphologie unbedingt kennen müsst und was sie bedeuten. Morphe sind Elemente, die man durch die Segmentierung von Wörtern gewonnen hat, die aber noch nicht klassifiziert sind. Sie sind also konkrete Realisierungen eines Morphems und können unzählige Male vorkommen. Das bezieht sich auf Ausdrucks- oder Formseite. Der Stamm eines Wortes ist die Form, an die Flexionsaffixe angehangen werden. Wörter können mit Morphen identisch sein. Zum Beispiel Frau ist nicht weiter zerlegbar, da keine kleinere Einheit in diesem Wort eine eigenständige Bedeutung trägt. Frauen besteht aus zwei Morphemen, dem Stamm Frau, der die Bedeutung erwachsene weibliche Person trägt, und N, das die Bedeutung Plural trägt. Ein Morphem kann aus der gleichen Lautfolge bestehen, aber im Sprachsystem unterschiedliche Funktionen haben. Zum Beispiel das N in des Fremden, Genitivendung, oder in die Verwechslungen, Pluralendung. Ein Morphem ist also die kleinste sprachliche, abstrakte Einheit, die eine Bedeutung oder grammatische Funktion hat. Ist semantisch nicht weiter zerlegbar und es gibt sie jeweils nur einmal. Bezieht sich auf Funktion im Sprachsystem. Schauen wir uns nun die folgenden Morpheme etwas genauer an. Sie sind alle Varianten eines Morphems. Dieselbe bedeutungs- bzw. funktionstragende Einheit, in diesem Fall die Funktion, den Plural anzuzeigen, wird durch lautlich unterschiedliche Formen repräsentiert. Dies nennt man allomorph. Aber wie verhält es sich mit dem Wort Meister? Hier sind Singular und Plural in ihrer Form identisch. Lediglich der Artikel zeigt uns, um welche Form es sich handelt. Morpheme, die weder sichtbar noch hörbar sind, von denen aber trotzdem angenommen wird, dass sie da sind, wie zum Beispiel Plural ist gleich Singular, nennt man Nullmorpheme. Manchmal kommen in Wörtern Bestandteile vor, die wir in keinem anderen Wort finden. Wie zum Beispiel Schorn in Schornstein. Diese Bestandteile werden Unikale genannt, weil sie nur in einer Kombination vorkommen. Andere Beispiele sind Him in Himbeere oder Brom in Brombeere. Manche Wortbestandteile kommen nur an einer bestimmten Stelle vor. Sie sind gebundene Morpheme, die mehr lexikalische Bedeutung tragen. Das sind fast ausschließlich entlehnte Einheiten wie Biblio in Bibliothek, Thermostat, logisch.